finde, es ist ein ganz toller Beruf, wo man ganz viel auch eigene Sachen mit einbringen kann, ganz viel von seiner eigenen Persönlichkeit mit einbringen kann und auch ja, Wegbegleiter zu sein. Ich finde, das ist auch eine tolle Aufgabe. Also die Haltung ist erstmal natürlich, das Kind so anzunehmen, wie es vor der Haustür steht. Und nicht überlegen zu müssen, habe ich eine Inklusionsgruppe, habe ich eine Integrationsgruppe, habe ich eine Regelgruppe. Sondern jedes Kind ist bei uns in den Kitas willkommen. Und diese Zugewandtheit, die macht uns aus. Der Mensch im Allgemeinen muss dir schon nahestehen. Du brauchst Humor, du brauchst Offenheit, du brauchst Flexibilität, Toleranz. Eltern gegenüber, Kindern gegenüber, Kollegen gegenüber. Welche theoretischen Kompetenzen, Vorbildungen und Fachkenntnisse jemand mitbringt, das ist natürlich auch wichtig. Aber für die Arbeit mit Kindern ist es einfach wichtig, Lust zu haben, mit Kollegen zu arbeiten, wahnsinnig gerne seine Zeit mit Kindern zu verbringen und einfach Humor, Spaß an der Arbeit. Die Kinder lachen viel, es wäre schade, wenn wir nicht auch viel lachen würden. Flensburg ist eine traumhaft schöne Stadt. Die Kinder wachsen hier einfach freier auf und mehr in Ruhe auf. Und auch die Eltern können hier mehr loslassen, als sie es in der Großstadt können. Man findet überall eine grüne Ecke, einen tollen Spielplatz oder ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Alle Sinne werden ja auch angesprochen. Und die Kinder gehen auf Entdeckungstour und sind Forscher und kreativ mit all diesen Dingen, die hier sind. Unsere Naturgruppe fährt zweimal in der Woche an den Strand. Das ist für die Kinder ein tolles Erlebnis, auch für Erzieher. Die Qualitätsoffensive der Stadt Flensburg für Flensburger Kitas ist ein Riesenschritt. Es bedeutet wirklich eine richtige Aufwertung der pädagogischen Arbeit, weil tatsächlich neue Stellen geschaffen werden. Damit ist Flensburg wirklich Vorreiter. Es sind entweder sozialpädagogische Assistenten oder Erzieher oder auch Heilpädagogen, was heute immer wichtiger wird. Wir wollen mehr Fachpersonal in die Einrichtung bekommen, damit die Qualität auch gehalten werden kann bzw. verbessert werden kann. Ich finde, es schafft mehr Raum und Zeit. Und das ist natürlich ja, ein Geschenk, dass das so ist. Daran gut ist, dass man sich einfach viel mehr auf kleine Gruppen oder einzelne Kinder, die heute mal mehr Betreuung brauchen als gestern, konzentrieren kann. Flensburg ist ganz vielfältig, finde ich, ganz bunt. Jeder findet hier so seine Nische. Es gibt Kitas mit altersgemischten Gruppen, es gibt Elementargruppen, es gibt Krippen, große Einrichtungen, kleine Einrichtungen, ländlichere Kitas, die am Stadtrand liegen, welche, die direkt im Stadtzentrum liegen. Und es gibt die unterschiedlichsten Konzepte. Ich finde, es herrscht so ein offenes Flair, gerade bedingt dadurch, dass wir Grenzland zu Skandinavien und Dänemark sind. Und das macht das Arbeiten hier oben auch aus, die Vielfältigkeit. Und dass wirklich auch alle Menschen gleich sein dürfen und Inklusion eben halt nicht nur eine Worthülse ist. Und das ist der Weg, der auch in Flensburg sehr viel weiter ist als in fast allen anderen Kommunen. Ich bin damals für mein Studium hierher gezogen und habe seitdem nie wieder den Gedanken verspürt, wegzugehen. Und im Sommer, wenn unten am Hafen alles aufgebaut ist, da schwirren und summen die Leute wirklich bis nachts umher, dann könnte das auch irgendwo in der Toskana sein oder so vom Flair her einfach. Wenn du ein bisschen was für dich selbst, für dein Seelenleben tun willst, Ausgeglichenheit, Entspanntheit, dann bist du hier oben schon richtig aufgehoben. Der ganz klare Vorteil, wenn man jetzt hier in Flensburg mit dem neuen Personalschlüssel arbeitet, bedeutet einfach, dass jeder selbst mehr Zeit für die Kinder hat. Und insofern, wenn ich in Flensburg als Erzieher arbeite, kann ich meine Arbeit besser machen als woanders. Flensburg liebt Kita. Flensburg liebt Kita. Flensburg liebt Kita. Flensburg liebt Kita. Das ist ausschlaggebend.